Moinsen und herzlich willkommen zum Halloween-Special-Stream mit Rosserie. Hi. Und mit mir. Und ja, jetzt, ihr seht es schon, die Ari, ja, die hat nämlich hier in unserer Abwesenheit netterweise schon für das richtige Ambiente gesorgt. Die hat hier Schnitzkürbisse aufgestellt und hier Vogelscheuchen und alles sowas. Das hat's richtig gut gemacht, die Ari. Ich grüße an der Stelle mal die Ari. Die kann heute leider nicht zugucken, weil sie heute leider sehr spät nach Hause kommt, so wie ich das mitbekommen habe. Aber ja, sie kann es ja sich dann im Video angucken. Das war echt eine super Überraschung, das hier zu finden. Mhm. Diese ganzen Kürbisse. Und ich kann auch mal gucken, hier hinten hat sie auch noch was aufgestellt. Hier in unserem Beet hat sie eine Vogelscheuche aufgestellt. Und da guckt der Pteranodon durch die Wand. Das ist auch schön. Wir merken, die Dinos sind auch schon in Halloween-Stimmung. Und wir wollen heute eigentlich, was wollen wir heute machen? Wir wollen den sagenumwobenen Dodorex finden. Und ich habe mir sagen lassen, man sieht im Mond, genau, im Mond sieht man schon seine Silhouette. Guckt euch das mal an. Dafür sind total meine krass. Grafikeinstellungen jetzt zu blöd, weil ich sehe nur einen blauen Punkt. Ich habe das irgendwie kaputt gemacht, leider. Ja, und ich begrüße alle, die jetzt hier schon zuschauen. 26 Leute gucken schon zu. Der Wahnsinn, der Wahnsinn, der Wahnsinn, der Wahnsinn. Ich sehe den Mond hier in deinem Stream. Ja, ne? Sieht cool aus. So kann man es auch machen. Ja. Man kann die Grafikeinstellung runterdrehen und einfach ins Stream gucken. Bei anderen, bei denen es besser aussieht. So, okay. Dann wollen wir mal den Dodorex suchen, wa? Wen nehmen wir denn da zum Fliegen? Ich würde sagen, jemand, der nicht abstürzt. Wir könnten auf den Quetzal, also einer fliegt, einer stellt sich auf den Rücken dazu. Wir haben ja Fallschirme eigentlich. Ja, wir haben Fallschirme, wir könnten das riskieren, ja. Mhm. Ich habe da ehrlich gesagt auch mehr Angst um den Quetzal als um uns. Also, wenn ich sterbe, ist mir das egal, aber der... Ja. Okay, gut, dann nehmen wir halt den Quetzal. Ja, dann können wir den halt auch mal ein bisschen zeigen hier. Wir müssen nämlich dazu sagen, bevor ich jetzt losfliege, der Server ist leider sehr instabil heute und der richtige Horror, der könnte weniger von den vom Dodorex als vielmehr jetzt vom Server kommen, der dann immer abstürzt. Kannst du nochmal kurz absteigen und dich hochhüpfen? Ja? Ich habe meine Fackel runtergeschmissen. Achso. Das kannst du dich draufsetzen. Juhu! Genau. Können wir fliegen? Können wir loslegen? Nee, das können wir anfangen. So, die Frage ist jetzt, wo ist der Dodorex? Da kriegt man ja irgendwie immer eine Nachricht, ne, wenn der Dodorex spawnt. Ja, und wenn er verschwindet auch. Ich sehe gerade, der Quetzal hat nichts zu fressen. Wir müssen gleich erstmal dafür sorgen, dass der Quetzal was fressen kann. Wo ist der Plattformsattel hin? Skiller, wir hatten nie einen für den Quetzal, weil der Plattformsattel, den kriegt man erst ab Level 80 oder so. Oder 85. Und da bin ich noch nicht. Ich bin erst Level 73 jetzt. Obwohl ich die ganze Zeit wie ein Besessener Metallsachen crafte und so. Dauert das ewig bei mir. Wenn du irgendwas leicht zu fressendes findest, sag mal Bescheid. Leicht zu fressendes? Oder wenn du irgendwas siehst. Ja, irgendwas, was ich nicht wert. Da unten vielleicht Zombie-Dodos oder so. Hinter uns. Was ist das hier? Guck mal. Das ist ein Friedhof. Ach du Scheiße, wie krass. Hab ich auch schon gesehen, ein Bild von. Huch, Lex. Steht was auf den Grabsteinen drauf? Nee. Ich kann auch nichts mit den... Lol. Hast du das gehört? Krabbel die mal an. mit E. Haha, Stolen Headstone, lol. Boah, man kriegt voll viel Erfahrungspunkte. Hauptsache die Geißel. Ja. Wir beschwören jetzt den Die Geister haben Spaß. Oder so. Ja. Die Geister haben Spaß, ihr hört das schon. Ja. Was wohl passiert, wenn man die. Da hinten ist blaues Licht. Also, da leuchtet was Blaues, guck mal. Sicher? Das ist das Wasser. Ist das nur eine Reflexion, oder? Ja. Oh, ich bin fast... Oh, ich bin voll. Oh Gott. Ich muss die Grabsteine in den Quetzal packen. Warte mal. Stolen Headstone. A headstone stolen from a graveyard.
Ja, das ist jetzt die Frage, was machen die diese Headstones? Was kann man damit machen? Ups. Entfernt mal die Dinger. Ja, machen wir. Wir sind gerade richtig dabei. Was passiert denn dann? Nicht, dass jetzt hier der Quetzal stirbt. Kommt der Dodorex und frisst uns. Wahrscheinlich. Sind alle weg, also ich habe jetzt alle... Ja, ich glaube, das waren alle. Ich glaube auch. Ein bisschen Fleisch. Hat es gerade gewackelt? Nö. Ich habe Angst. Irgendwas? Nee. Kann man diese Seelen, die hier rumfliegen, auch einsammeln? Nee, kann man nicht. Wer will Seelen einsammeln? Soweit ist es schon, ja? Kann ja sein, dass das geht. Also der Virus meint, wenn man den Dodo-Mond sieht, dann ist er bis gespawnt. Oh. Das heißt, dann. Ich weiß nie, wann er gespawnt ist. Ich hab keinen Mond. Ach, warte mal, du musst... Ah, Leute, ja, stimmt. Steig mal auf, dann fliegen wir weiter. Warum läuft denn der los hier? Weiß ich nicht. Huch. Ah, der hat ja was Fleisch ist im Inventar. Sind das Kürbisse? Wo denn? Ich sehe nichts. Da wo? Ich lauf mal hin. Ist nicht weit. Ich ja, zeig dir den Weg. Ich folge dir. Genau, ich folge dir. Hier hat die Ari die Kürbisse her, scheinbar. Ah. Wow. Dodos. Dodos, sag ich schon. Dildos, meine ich. Oh, Level 72. Aua. Wie du die einfach wegkickst mit dem Ketzer. Ich fress mal die Dodos. Ja, ich sammle auch ein bisschen Fleisch. Für den Ketzer. Die Dildos meine ich, nicht Dodos. Komm ich immer auf Dodos? Wegen Zombie-Dodo. Ja, das Lexon, dass das da steht, wissen wir auch. Aber es steht halt nicht die ganze Zeit da, deswegen. Boah, das sieht voll cool aus, dieses Kürbisfeld. Darf ich das mal sagen? Läuft schon wieder einfach los. Ich sammle jetzt Kürbisse. Wir wollen den Dodorex suchen und der Spieler sammelt Kürbisse. Ja, das ist voll cool. Das habe ich noch nie gemacht. Ja. Ich habe noch nie Kürbisse geerntet. Das sieht voll cool aus. Kann man die essen? Ich hoffe es doch. Warte mal. Ach so, nee, das sind nur zum Platzieren. Can't place pumpkin is obstructed. Kann man sich auch nicht auf den Kopf setzen. Oh. 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 Ah, wir finden noch irgendwas zum auf den Kopf setzen. Lol, gucke mal. Über mir. Ach so, nee, das ist die Blaupause von dem Kürbis, den ich gerade angekrabbelt habe. Hast du jetzt gedacht, das ist ein Kürbis über dir? Ja, ich dachte, da schwebt jetzt ein Kürbis über mir. Lol. Huch. Hä? Warte mal. Ah ja. Das Kürbisfeld hatte von oben die Kopf eines Schädels, sagt der Hambacke. Was, echt? Hatte? Jetzt wahrscheinlich nicht mehr, wo wir die Dinger geerntet haben. Ich hab's jetzt auch nicht drauf geachtet. Ich sehe nichts durch den Flügel. Ja, es müsste heller werden mal, dann könnte man es auch sehen. Nee, ich glaube, wir haben schon... Soll ich mich reinstellen mit dem Feuer? Die Form eines Schädels. Soll ich mich mal mit dem Fackel reinstellen? Nee, ich sehe gerade, aber irgendwie sehe ich da keinen Schädel. Wir haben wahrscheinlich schon zu viel abgeerntet. Okay. Oh, ich hänge irgendwie komisch im Ketzer drin. Ah, nein! Fallschirm, nutzt deinen Fallschirm! Wow! Aber es hat trotzdem ein bisschen wehgetan. Ja, du hast ihn ganz schön spät ausgelöst hier. Ja, warte. Ich hab das nicht mitbekommen, steig dass auf. Ich im Ketzer drin hänge. Huch, was macht denn der? Ich weiß nicht. Das ist ja schon ein Horror. Warte, ich glitsch schon wieder so komisch durch ihn durch. Der Ketzer ist auch in Gruselstimmung. Dildo hinter dir, Dildo! Irgendwo gescheit hin. Warte ich mach das schon. Da ist noch einer. Hahaha, wie er fliegt. Flieg, Dildo, flieg! Oh Mann. Juhu! Habe ich Angst, mit dem Ketzer mitzufliegen, so. Du hast noch zwei Fallschirme. So. Huch. Schon wieder runtergefallen? Nee. Nee, ich diesmal glitsche ich auch nicht durch, glaube ich. Oder? Okay. Sollte gehen. Hab immer noch Angst. Ja, warte mal ab, wenn wir dann den Dodorex gefunden haben. Ja. Wird mal den Meteoriten folgen oder so. Folgen? Die kommen irgendwie oft aus einer anderen Richtung. Also als ich vorhin drin war, kamen die aus einer anderen Richtung wie jetzt, wo der neu gespawnt ist. Echt? Also meiner Meinung nach... Ich bin mir aber nicht sicher, ob das irgendwie was damit zu tun hat. Das ist also nur Vermutung. Beim Extinction-Level-Event gab es die auch und die sind eigentlich immer mit dem Mond, also mit diesem Asteroiden immer mitgekreist. Also das ist, die kreisen tatsächlich am Himmel. Also die
nachts, ja. die gehen mit dieser, mit dieser Himmelskugel, bewegen die sich. Uiuiui, ich hab nix. Hauptsache ich fall deswegen nicht runter. Ja, ich hatte auch gerade Frame Einbrüche. Einbrüche? Einbrüche. Sollten wir nicht ein bisschen tiefer fliegen dann? Ja, sollten wir tun. Vor allem, wenn der Server abschmiert. Ja, aber ich meine, je höher wir fliegen, wenn der Server abschmiert, wenn wir dann wieder reinkommen, desto mehr Zeit haben wir, um den Fallschirm auszulösen. Das stimmt allerdings. Übrigens auch noch keine Skelett-Dinos. Guck mal, die Lichter sehen anders aus. Hast du das gesehen? Das sah anders aus als sonst. Das ist so eine andere Form. Guck mal, da hüpft einer mit einem Frosch. Lol, stimmt, ist der Lextron bestimmt. Nee, das ist ein weißer Frosch. Oh. Warte, ich hab ein Fernglas. Jetzt bin ich gespannt, wer das ist. Och, Lex. Na, wer ist es? Das ist der Captain Yamato. Der Captain Yamato auf dem Froschkönig. Wir grüßen den Captain Yamato. Der hat ja auch einen YouTube-Kanal, da könnt ihr auch mal vorbeigucken. Der Captain Shift heißt er. Gleichwerbung. Ja. Kann man mal machen, ist Halloween. Ist ja Halloween. Ist Halloween. Der gruselige. Für die gruseligen Kanäle machen wir heute Schleichwerbung. Die gruseligen, alles klar. Nein, der Captain Yamato hat einen guten YouTube-Kanal. Stimmt, der eine Obelisk ist gelb, ne? Der andere ist rot und der andere ist weiß. Also wie, ja, jetzt das Arc-Symbol im Hauptmenü. Das war ja auch rot, weiß und gelb. Stimmt, ist mir doch gar nicht aufgefallen. Gut aufgepasst. Ich stehe hier einfach so gemütlich auf dem Quetzal rum, als wäre nix. Ja, kann man mal machen. Ja, mache ich öfter. Oh, guck mal, ein Quetzal. Oh, der ist... Welcher Level ist Wild das? Level 120. Okay, kann man knicken. Ja. Das können wir knicken. Müssen wir warten, bis Nacht ist. Erstmal zwei gelbe Monster geholt. da fliegt ein Stego, hast du das gesehen? Oh mein Gott. Der ist irgendwie... gerade so aus der Luft gefallen. Wollt auch mal Luftschlange spielen. Aber ist der nicht eigentlich orange hier, der ist doch orange, der Obelisk. Bin ich beim richtigen? Ja, das sieht ein bisschen orange aus. Ja, das ist der richtige. Der hinten ist gelb und der andere ist weiß. Okay. Das ist schon der richtige. Müssen wir hier einen ganzen Tag warten? Dodorex, put. Der Dodorex ist gerade eben gestorben. Was? Verschwunden. Hast du nicht mitbekommen, dass da stand, der Dodorex ist no more? Nee, wo stand das? Das habe ich sogar dann nochmal vorgelesen. Echt? Und ich rede auch die ganze Zeit davon, dass der Dodorex nachts wiederkommt, dass so wir viel, warten müssen. So viel zum Thema Spielen und Chat lesen geht nicht so gut bei mir. Ich habe das nicht mitbekommen, ich habe auf den Chat geguckt. Scheiße. Aber wer hat den denn getötet dann? Keiner, der spawnt nur in der Nacht und am Tag ist er wieder weg. Ja, ja. Hört mal auf, den Dodorex hier zu töten, wer auch immer hier rumläuft. Da hinten fliegt auch wieder... was ist das denn hier? Wer hat sich denn hier gehen lassen? Guck mal. Das ist, kannst du mal gucken, von wem das ist? Hier? Ich hab grad Lex, Moment. Ja, so viele Dinos. So, das ist von den Fallen Angels. Ah, von den Fallen Angels. Und ist Demolish erlaubt? Nee, ist noch nicht. Okay. Gut. Denn wir haben nämlich auf dem Server, habt ihr ja schon mitbekommen, ein paar Probleme, so performancemäßig und auch stabilitätsmäßig. Und wir müssen halt gucken, dass wir jetzt in nächster Zeit mal ein bisschen die Sachen abreißen, die überhaupt nicht mehr genutzt werden, die halt abgelaufen sind. Deshalb können wir mal so ein bisschen den Blick auf solche Sachen werfen.
Weil die Alternative würde heißen, den Server komplett platt zu machen. Und das wollen wir nach Möglichkeit so lange wie es geht rauszögern. Mal gucken, ob sich in den Sümpfen was verändert hat. Bin ich jetzt mal gespannt. Ich frag mich gerade, ob alle Dodos jetzt Zombie-Dodos sind oder nur an bestimmten Stellen. Ich glaube, die Dodo, den ich vorhin getötet habe, war kein Zombie. Da kommen Schlangen auf uns zu, ne? Ja, ja. Ja, ja. Ja, ich weiß. Ja, ja. Ja, ich weiß. Sehe ich da hinten einen Dodo? Da hinten ist ein Dodo. Jetzt bin ich mal gespannt. Ist das ein Zombie? Ist das ein Zombie? Bist du ein Zombie? Ha! Krokodil. Nö, sieht normal aus. Pass auf, Krokodil. Oh, da. Es hat mich in den Popo gebissen. Du hast mich mit dem Quetzal gerade fast unter die Map gebackt. Echt? Das hat mir mehr Angst gemacht. Echt? Ja. Ich mach das Krokodil schnell tot. Oh. Oh, ich hab den Dodo mit erwischt. Das tut mir jetzt aber leid. Die Rache der Zombie-Dodos wird mich ereilen. Ich hab ein Inventar, meins. 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 Dusch, dusch, dusch. Dusch, dusch, dusch. So, Fleisch für unseren Ketzal. Müll zum Wegschmeißen. Sollte mich vielleicht dann draufstellen, oder? Bevor was kommt. Ach so, warte mal. Siehst du diesen Piranha hier auch? Ja, den sehe ich auch. Der steckt mit dem Kopf im Sand. Irgendwas läuft hier doch falsch. Ja, das ist die Vogelstrauß-Politik. Huh. Huch. Ja. Ich starte. Die Nächte sind ja jetzt länger am Halloween und die Tage kürzer. Das heißt, wir müssen gar nicht so lange warten, bis der Dodorex wieder auftaucht. Wir bleiben einfach hier in der Gegend. Wenn ihr es wisst, wie man Zombie-Dodos finden kann, falls es nicht schon jemand geschrieben hat und ich es wieder überlesen habe, dann teilt uns das mal mit, dann können wir uns die mal angucken. Zum Stamina auffüllen müsst ihr nicht landen. Ja, ach. Ja, bevor wir beide dann auch durch Zufall irgendwie runterfallen vom Ketzal, was... Weil er aufsteht und ich dadurch runtergedrängt werde. Ja, dann mache ich's. Ich mach's lieber auf Nummer sicher. Das ist schon okay. Das Zeug hier in den Ketzal, ne? Mhm. Da ist übrigens immer noch dein Zuckerdings da. Ja, das Zucker... Kannst Zucker, ja den Kano da hinten töten und dann können wir uns da hinstellen. Den Kano? Ja, rechts. Der war neben dem Zuckerwerk. Da wird was gefressen, guck mal. Ein Raptor. Haha, Dilophosaurus ist tot. Nein, es ist kaputt. Nein, das Zuckerwerk ist kaputt. Ja, das war doch klar. Wenn wir das Zuckerwerk uns angucken wollen, dann geht's kaputt. Genauso wie der Dodorex, ist auch auf einmal weg. Ja, genau. Könnt natürlich per Admin-Gedöns in die Nacht springen. Ja, nö, ach, wir warten jetzt einfach. Wir warten jetzt einfach. Das passt schon. Admin Abuse machen. Ach, guck mal, hier ist wieder ein Friedhof. Dann machen wir wenigstens ein bisschen Horror, ne? Ja. Aber das überlasse ich diesmal, glaube ich, mal. Oh, warte mal, Ameisen. Ja. Ja, die pieken wir mal eben. Ich wollte sie gerade fressen. Ach. Oh, der Ketzal ist auch fast voll. Wir können die ganzen Grabsteine leider gar nicht mehr mitnehmen, ne? Krabbel trotzdem. Ich guck mal, ob man die essen kann. Ob man die essen? Vielleicht kann man die ja essen. Ja, doch. Vielleicht geht das ja. Man kann Use Item machen, aber irgendwie passiert da nichts. Whatever. ich weiß, was du mit Use Item machen kannst. Was denn? Oh. Man kann die aufbauen, cool.
Ja, ich muss jetzt wieder abreißen. Aber man kann einen Text draufschreiben. Ach geil, dann können wir jetzt endlich für unsere Toten, für unsere verschwundenen Affen und für unsere, ja, für die Toten, die wir so auf dem Gewissen hatten, Seitenschnabel zum Beispiel, können wir jetzt mal Grabsteine aufstellen. Da können wir unseren eigenen kleinen Friedhof aufbauen. Was will denn der? Der Para hat aufs Grab gekackt, die Drecksau. Kommt hier hin, setzt ein Häufchen und macht sich vom Acker. Grabschändung. Das war ein kleiner Text. Ach stimmt, jetzt sehe ich den Blueprint auch, den ich setzen kann. Leute, ist mir gar nicht aufgefallen. Eine Dilo-Armee. Oh, guck mal, wartet mal, da muss ich eingreifen. Das geht so nicht. Da muss ich was machen da hinten. Das geht so nicht. Ja, guckt euch das mal an. Dieser Mobbing-Kreis hier, der wird jetzt aufgelöst. Wird der... Huch, ich habe den Para getötet, den ich eigentlich retten wollte. Kollateralschaden. Boah, Alter. Mega Neura. Ich komm mal wieder hoch. Das ist eine Ameise. Der Ketzer hat gleich ein Level ab. Warte mal, so lange muss ich eigentlich noch Gegner töten. Oh. Hier hängt noch eine vor mir. Gib guck mir die Arme. Weggeschnipst. Weggeschnappt. Wo? Lass sie mich töten. Ich mach deinen Flügel. Oh, jetzt nicht mehr. Flupp. Ja, weil der Tag und so ist aber alles auf normal. Wird das nicht Nacht? Was ist denn hier los? Ein bisschen. Deswegen meinte ich ja, wir könnten vorspulen. Ja, weil es ist ja nicht jede Nacht Dodo-Nacht. Vorspulen. Also Dodo-Rex-Nacht meine ich. Echt? Ist es nicht jede Nacht Zombie-Dodo-Nacht? Dodorex-Nacht. Ja, vielleicht gibt's ja auch eine Zombie-Dodo-Nacht. Vielleicht kommen die deshalb noch nicht. Oh, Level 100 Para. Alter Schwede, geht's noch overpowerter? Friss, mein Kind, friss. Labe dich an ihm. labe dich. Ja, wenn ich schlecht. Soll ich dich wieder hinten drauf lassen? Läuft der schon wieder hier einfach weg? Habt ihr schon vorgeschlagen, im Singleplayer Cera 2 zu beerdigen? Ja, ich muss im Singleplayer muss ich auch mal dringend Grabsteine bauen für die paar, die mir gestorben sind. So viel ist mir aber gar nicht gestorben im Singleplayer. Cera 2, ja, das war echt, das war doof. Die ist mir halt irgendwie verhungert, weil ich zu lange geredet habe. Ihr merkt schon, mit Multitasking habe ich es nicht so. Reden und Dinos füttern, das ist so eine Sache, das ist ziemlich schwierig für mich, so parallel das zu machen. Irgendwie. Guck mal, da sind noch mehr Friedhöfe. Alter Schwede, man kann sich ja einen Wolf sammeln, was die Grabsteine angeht. Oh ja. Guck mal, da ist eine Vogelscheuche im Feld. Ameisen. Wer greift uns an? Ach, schon wieder Ameisen. Warte, warte, guck ich mal, mach da das. Oben, was da rumfliegt. Links von uns. Ein Ketzerl mit einer Armee von Dimorphodon. Wo? Quinn von den Schädelbrechern ist das. Warte mal. Ach du Scheiße, krass. Der Quinn. Nein, ich glaube, der Server spielt ab. So, wir sind jetzt hier wieder zurück nach einer kurzen Unterbrechung. Uns ist der Server wieder abgeschmiert, aber jetzt sind wir wieder da. Ich begrüße alle, die jetzt zugucken, die 11 Leute, die noch übrig geblieben sind. Irgendwas ist heute los. Irgendwie ist heute der Wurm drin. Heute ist allgemeiner Horror angesagt. Ja, das ist, bezieht sich auf alles. Position wechseln, weil da war es mir zu gefährlich. Der Vorteil ist jetzt natürlich, wir sehen, da vorne blitzt es schon beim roten Obelisken. Und hier haben wir wieder Candy. Ich höre irgendwas. Skorpion und so. Ich hoffe, du fällst mir da nicht runter. Ich habe einen Fallschirm. ja, jetzt müsste ja auch eigentlich gleich der Dodorex kommen. Ja, vielleicht, wenn wir Dodorex-Nacht haben. Wenn der Mond dieses Dodorex-Symbol hat, ist Dodorex-Nacht, ne? Wenn man einen Mond hat, ja. Also der Mond hat kein Dodorex-Symbol. Es ist ja noch nicht Nacht genug, glaube ich. Oder? Ist noch nicht Nacht genug? Es ist noch nicht genug Nacht, ja. Ich sollte mich mal hinlegen, oder? Ja, kannst du auch hinsetzen oder so, weg da. Ungeziefer. Ich leg mich mal lieber, ich lieg im Ketzal, lol. Ein Friedhof.
der Kuscheltiere. Kuscheltiere? Guck mal, da links war irgendwie. Flieg nochmal nach links. Da liegt doch irgendwas. Flieg mal richtig nach links. Richtig nach links. Da, wo die Lampe ist. Eine Lampe. Hinter uns. Da, wo der Friedhof ist. Guck mal, da unten, da leuchten doch die, wie heißen sie denn? Die Vogelscheuchen. Guck mal, die leuchten. Ja. Sehr cool. Kürbisse leuchten auch. Also wenn da lag doch irgendwas. Da lag doch noch was anderes. Oder habe ich mich da jetzt verguckt? Komisch. Irgendwie habe ich gerade was gesehen. Ich dachte, da wäre was. Über Halluzination. Oh, hier ist eine Armee, ja. Ameisen. Ah, aua. Dodorex Nacht ist das neue Weihnachten. Ja, genau. Ja. Warte mal. Imitras ist auch da. Hallo. Nee, moinsen, Imitras. Es gibt keine Dodorex Nacht heute. Guck mal, der Mond hat kein Symbol. Ja. Also im Stream kannst du es ja sehen. Das ist ja jetzt doof. Aber warte mal, du kannst ja den Admin-Befehl machen, oder? Ja, soll ich Tage durchspulen, oder was? Ja, spul mal vor. Dann muss ich kurz landen. Dann cheat mal jetzt einfach mal ganz eiskalt. Kann ich hier landen? Ja. Den ersten Dodorex, die erste Dodorex-Nacht haben wir ja leider verpasst. Warte mal. Überlass dir das Fliegen wieder. Weil dann passiert sehr wenigstens gut. Was. Und wir stehen die ganze Zeit rum. So. Alles klar. Start frei. Und jetzt fängt es bei mir an zu lecken. Perfektes Timing. Sag mir Bescheid, wenn ich irgendwie landen soll oder wenn ich irgendwie aufpassen soll oder keine Ahnung. Und ich sag dir Bescheid, wenn du abstürzt. Ja, finde ich gut. Wahrscheinlich so kurz bevor runter. Ich aufschlage. Ja, da hast du so ungefähr so 2 Sekunden zu reagieren. So. Wie im Straßenverkehr, wenn man zu schnell fährt. Ihr Cheater, ja genau. Ja, wir wollen jetzt halt nicht so lange warten, bis hier Dodorex-Nacht ist. Wir spulen jetzt einfach nur die Nacht vor. Ey, wir könnten uns theoretisch auch den Dodorex einfach spawnen hier, ja? Das wäre natürlich noch cheateriger. Ja, aber wir sehen dann nicht, wie er normalerweise spawnt vielleicht. Vielleicht passiert ja irgendwas Tolles. Wieso ist der Dodorex OP? Also macht One-Hit? Ja, der macht irgendwie... Den Ketzer hier könnte er mit 2 Bissen platt machen irgendwie. Hat man gemeint. Was war denn nun dieses komische Teil, wo du süßes Teil gesagt hast? Der komische lila-blaue Kokon, was war denn das? Naja, das ist so... Das sind ja die Kristalle, die halt früher vom Himmel kamen. Also diese Kisten, wo halt Sachen drin sind. Und jetzt sind das halt... Jetzt haben die halt die Form von so Süßigkeiten. Also das ist so... Wie nennt man denn das? Wie viel Uhr ist denn gerade im Spiel? 22:05 Uhr. Wenn ich jetzt vorspule einfach auf 18, dann macht das schon auf den nächsten Tag, oder? Probieren geht über Studieren, würde ich sagen. Ich habe keine Ahnung. Oh ja. Haben wir 18, oder? Oder hat er zurückgespult nur? Ah, jetzt sieht man auch mal die Süßigkeiten. Sieht man auch mal die Süßigkeiten. Über bei Süßigkeiten. Airdrop war es, genau. Ich krieg schon vom Even da die Nachricht, Cheater. Ja. Süßigkeiten. Boah, da krieg ich schon wieder direkt Hunger, ey. Toll, jetzt habe ich Hunger. Ich habe nichts mehr zu essen hier. Neben mir. Was ich mal schnell reinpfeifen kann. Jetzt müsste ich nämlich was ganz Schreckliches tun. Ich müsste aufstehen. Und das ist der Horror. Glaub, das nennt man Candy Corn in Amerika. Ah, ja, Candy Corn heißt das.
Gibt's bei uns gar nicht, ne? Habe ich noch nie gesehen bei uns. Ist bestimmt wieder sowas mit einem Zuckeranteil von 300%. Reinster Zucker. Glaube ich auch. Da kriegst du schon vom Angucken Karies. Und, wie heißt das nochmal, diese Zuckerkrankheit? Diabetes? Ich bin heute... Diabetes, genau, da kriegst du schon vom Angucken Diabetes. Ich bin heute nicht mehr so richtig frisch, ihr merkt das schon. dieser ganze Server-Wahnsinn, das alles, das macht mich total, das saugt mich aus. Ich bin froh, dass ich mich noch zusammenreißen kann. Ich kann auf jeden Fall keine blauen Ringe mehr sehen. Blaue Ringe? Mehr sage ich dazu nicht. Ich glaube, das müssen wir auch nicht. Was ich meine. Oh Gott. Ich hab ihm nämlich vorhin ein Video geschickt und da war sowas, so ein blauer Ring drin und dann, ja. Da ist wieder der 120er Ketzal über uns. Spult mal weiter, schreibt hier jemand. Ich glaube, wir haben noch nicht weit genug gespult. Ist doch jetzt gerade, vielleicht auf 20 vor, oder wie? Ja, machen wir auf 20. Ich glaube, 20 ist immer so der offizielle Nachtbeginn. Ich muss landen. So? Jetzt landen. Pass auf, jetzt spawnt der Dodorex direkt vor uns. So, mein Dingens da verschwindet. Guck mal, da kommt ein Candykorn runter. Oh. Fliegendes Candy. Ja. Ja, ja, ja. Kommt hier jetzt der Dodorex? Wo kommt er denn? Wir wollen ihn sehen. Wir wollen ihn nur mal sehen. Wir wollen ihn nicht mal anfassen. Wir wollen ihn nur sehen. Wir wollen ihn nicht mal anfassen. Was, im Stream ist Standbild? Ja, dann sagt mal bitte dem... Dimi48, er möchte mal refreshen, weil bei mir ist kein Standbild. Hm. Sieht nicht nach einer toten Nacht aus. Ich sehe den Mond gar nicht. Nee, stimmt. Doch, da ist er. Der ist direkt über uns. Nee, es ist keine toten Nacht. Ich glaube, du musst nochmal vorspulen. Merkt ihr mal, welchen Park wir gerade haben? Oder schau mal, ob der sich ändert. Tag 5426 haben wir jetzt. Ha! Dodorex! Geht doch! Und wo ist er jetzt? Schau mal am Strand südöstlich vom Rotobelisken. Zumindest meinte Even da wären irgendwie Friedhöfe und viele Dodos. Oh, warte mal, ich glaube, ich sehe da hinten schon mal. Ich sehe da was, ich sehe da was. Guck mal, da leuchtet was. Am Obelisken. Das ist... Ist das normal? Was? Ist das, das was da vor uns leuchtet? Der Strahl da, der ist normal? Nee, nicht der Strahl beim Obelisken, der vom Obelisken runterkommt. Ah nee, okay, ich glaube, das ist normal. Das gehört, glaube ich, zu den Steinen am Obelisken. Hm. Ich sehe nichts. Wie groß ist denn der eigentlich? So ein normaler T-Rex. Im Dev-Kit war er ziemlich groß. Da unten leuchtet was gelb. Stimmt. Das sind aber nur Kürbisse. Ne? Ja, ich dachte nur, weil da so ein Kano lang lief. Ja, der ist auf jeden Fall größer als ein Kano, glaube ich. Bei Zombie-Dodos... Hier steht übrigens eine Hütte zum Demolischen, ne? Ja, das machen wir jetzt nicht. Das machen wir ein andermal. Vielleicht. Bei Zombie-Dodos ist er nicht weit. Zombie-Dodos? Dafür bräuchte man erstmal Zombie-Dodos. Dazu bräuchte man, ja. Das wäre eigentlich mal ziemlich cool, auch Zombie-Dodos mal zu sehen hier. Also, ich weiß nicht, irgendwie, die Ecke ist hier irgendwie nicht so geil, wie wir uns das vorgestellt haben. Irgendwie. Kann das sein, dass das völlig egal ist, wo man ist? Man muss halt gucken, man muss den halt suchen einfach auf der Map.
Also ich sehe hier nichts, was nach Dodorex aussieht. Och, Thomas. Ich gehe jetzt mal schwer von aus, der wird ja wohl nicht total geheimnistorisch irgendwo sich verstecken oder so. Da wird ja schon rumlaufen und Feuer speien und sowas machen. Was Dodorexe halt so machen. Da unten sind wieder Vogelscheuchen. Und wo ist der Dodorex? Wo ist er? Soll ich mal zum Vulkan fliegen einfach mal? Auch eine Idee. Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Wo er ist. Der spawnt zufällig. Ja, wusste ich doch, dass der zufällig spawnt. Das war mir doch klar. Das wär doch komisch gewesen, wenn der immer am gleichen Ort spawnt. Aber wie finden wir den denn jetzt? Das heißt, wir müssen jetzt... Das ist jetzt wie die Aktion mit dem Ketzal. Wir müssen jetzt rumfliegen, bis wir ihn finden. Spawn mal den Dingens. Den Dodorex, bitte. Dann müsste ich erstmal von dir wegfliegen, bevor er gleich auf dem Ketzal steht. Und jetzt gerade ist mir das Bild eingefroren. Na, jetzt sehe ich wieder was. Ich bleib mal hier in der Luft stehen. Okay, kannst jetzt dich bewegen, wie du willst. Ha, jetzt ist... Ich dachte, das soll ein Halloween-Special sein. Jetzt ist es eher ein Oster-Special. Ja, genau. Ja, weil wir uns hier gerade einen Wolf suchen. Immer an den Boden runter. Vielleicht meine Sachen... Na, egal. Na, warte mal. Warte mal da. Ich bin mir jetzt nicht God-Mode oder sowas geben, bin ich zu faul für. Okay. Ich flieg mal ein Stückchen... So, bisschen weg noch. Bisschen höher vielleicht. So ein Stückchen... Der Dodos, also normale Dodos. Jetzt bin ich gespannt. Der große Augenblick ist da. Trommelwirbel. Okay, wirbeln kann ich nicht so wirklich. So, hört man das überhaupt? Das hört man, glaube ich, gar nicht. Genau, ich mach's einfach ans Mikro. Jetzt muss ich nur einen Befehl dafür richtig eingeben. Trommelwirbel. Spawn ihn mal auf Level 1, so sicherheitshalber, ne? Ja. Ja. Jetzt hinhaut. Gleich kommt er, gleich kommt er. So. Angst. Ich flieg mal hoch. Wow. Ich bin in ihm drin. Aua. Aua, 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 aua. Er hat mich gebissen. Er guckt blödes mich an. Mist, wie hast mich fast tot gebissen. Er guckt aber nach das, oben. Guckt hörst mal. Du die Musik, wenn du in seiner Nähe bist? Ja. Aber da muss man auch richtig nah dran sein, ey. Yep. Weißt du was? Mein lieber Dodorex. Hast du den gerade geforstamed? Ja. Ha, du bist in ihm drin. Ja, man kann sich halt nicht draufsetzen. Warte, warte, warte. Warte. Warte mal. Ja, ich kann mich gerade eh nicht bewegen. Wie, du kannst dich nicht bewegen? Ja, ich hatte gerade Standbild. Achso. Also er sollte jetzt nichts Böses mehr tun, wenn ich drauf sitze. Soll ich so stehen bleiben oder soll ich irgendwie... Halt mal. Wenn du drauf sitzt guck, und guck. Wenn du nicht drauf sitzt... Ach du Scheiße, wie das aussieht. Uiuiuiui, habe ich hier Lex gerade. Gleich kommt der andere richtige Dodorex. Ja. Es kann nur einen geben. Warte, ich steig mal ab. Ich fall durch ihn durch. Aua, das ist aber ein tiefer Fall. Du müsstest dich eigentlich auch draufsetzen können, ne? Ja, ich probier das mal. Hier, guckt. Kommst du nicht hin? Du ah, jetzt. Kann ich Feuer spucken? Pass lieber auf, ne, weil da hinten fliegt noch der Monster rum. Alter, guckt euch das mal an, ey.
Yeah. Bin durch die Aktion zwar fast gestorben, aber es hat sich gelohnt. Der hat auch keine Stats, ne? Der hat auch keine Stats. Also ja, der hat keine. Das ist jetzt auch nur so ein. Ich bin im Baum, ich sehe nichts. Wartet mal. Ich kann irgendwie nicht wenden so richtig. Wartet mal, irgendwie ist das leicht buggy. Es gibt zwei Arten, Feuer zu spucken. Irgendwie kann ich gerade nicht mehr lenken. Was ist denn da los? Ich kann nicht mehr nach links und rechts lenken. Komisch. Ich muss vielleicht nochmal aussteigen. Aussteigen. Aua. Ja, das tut ein bisschen weh, weil er so groß ist. Nee, irgendwie kann ich nicht mehr nach links und rechts gehen jetzt. Nee, irgendwie ist er. Kann ich hüpfen? Am Ende verlangst du noch, dass er fliegt, wa? Ja. Boah, das tut ganz schön weh, wenn man aus dem Haus springt. Aber riesig ist das Vieh, ey. Kann ihn noch lenken. Sehr komisch. Boah. Du lenkst ihn schon mit der Maus. Ich häng in den Schildkröten. Warte mal, geh nochmal raus. Ich will noch mal probieren. Ja. Nein, warte auf mich. Oh. Ich bin so gut wie tot bald. Ach du Scheiße, vom Aussteigen. Jetzt. Nee, irgendwie. Ach so, ich hatte K gedrückt. Jetzt weiß ich's. Ich hatte K gedrückt gehabt. Oh Gott. Freie Kamera und so. Jetzt hau ich ab. Tschüss. Hey, ein Pteranodon, guckt mal. Niklas will ihn auch mal reiten. Juhu! Bist du denn hingelaufen? Ich sehe dich gar nicht mehr. Triceratops gegrillt. Dum 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 dum. Er braucht auf jeden Fall mehr Stamina. Mach dieses Spuckfeuer mal, das andere. Ja, wie geht das denn? Wie geht das denn, das andere Spuckfeuer? Ich habe jetzt Rechtsklick gemacht. Wie geht denn das andere? E vielleicht? Oder Steuerung, nee. Falls du irgendwas umbelegt hast? Nee. Nee, nee. Warte mal, kann ich Emotes machen? Also irgendwie kann ich nur das Rechtsklickfeuer machen, keine Ahnung. Soll ich mal gegen den Bronto kämpfen? Hier rennen da so Paraporn und Karno hinterher, ne? Probier mal rum, ich weiß, das geht. Ja, du müsstest halt mir sagen, wie, weil ich habe jetzt irgendwie, ich weiß nicht, ich möchte jetzt hier nicht irgendwelche Knöpfe drücken. Irgendwie. Leertaste vielleicht? Nö. Alt-Taste? Aber das mach ich, muss mal was grillen. Jawohl, Level up. Level up. So, jetzt kommen wir her hier. Du kriegst mal gleich Stamina. Das Alter. 66. Nee, Moment. 666.666 hat er. Auf Level 1. Also jetzt ist er Level 2. Irgendwas greift mich hier an. Sterbt. gebe ich, soll ich mal Leben geben? Nee, dann mache ich die schöne Zahl kaputt. Ich gebe ihm Stamina. Kann er auch kacken. Irgendwie fressen kann er nicht. Also er kann kein Fleisch aus den Leichen holen. Das ist ja auch kein normal Reit Arantino.
hängst im Baum fest, ne? Naja, irgendwie. Huch. Gleich erstmal beißen. Ich komm nicht mehr weg. Nicht. Der kann keine Bäume einreißen, das ist ja irgendwie ein bisschen lame. Ich sehe auch irgendwie gar nichts gerade. Kann ich Rückwärtsgang machen? Rückwärts komme ich auch nicht raus. Ich habe mich festgeglitscht. Feuer, ne? Gegen den Ketzer. Macht das Schaden? Ich weiß es nicht, ich habe nichts gesehen, ich habe nur Feuer gehört und weil mir war Standbild. Aber Ketzer hat glaube ich nichts abbekommen. Ich wollte Licht machen. Ich habe so Hähnchenflügel im Gesicht. Die harvesten nichts, du musst den füttern. Okay, wartet mal, dann suche ich mir jetzt ein Bronto. Ja, da hinten ist einer. Ich komme auch nicht raus. Ich bin immer noch festgebackt irgendwie. Jetzt vielleicht? Bin komplett. Nee, ich bin festgebackt. Ich werde auch angegriffen gerade von irgendwas. Wenn das ein bisschen heller wäre, ich kann nichts sehen. Da ist ein Raptor an deinem Fuß. Jetzt nicht mehr. Ich sehe halt nichts gerade. Das ist total schwarz. Oder fast total schwarz da unten. Ich glaube, der hat sich hoffnungslos verbuggt gerade. Ja, mach mal mehr Feuerspiel, weil es ist zu dunkel, man kann nicht viel sehen. Ja, aber wenn ich Feuer mache, verbrenne ich am Ende noch den Ketzer. Der backt auch da irgendwie, der zittert so komisch. Ich kann mich nicht vor und nicht zurückbewegen, gar nichts geht mehr. Jetzt kann ich mich zurückbewegen, alles klar. Du hast den Baum. An der Kanoleiche? Da könnt ihr mal sehen, was der Dodorex für eine Lusche eigentlich ist. So, jetzt mache ich mal hier den Bronto platt. So. Die starke Todorex. Hä, wo ist der Bronto hin? Der Bronto ist weg. Der liegt noch da vor dir. Echt? Ach, ich kann mich wieder nicht bewegen. Ich kann mich auch wieder nicht bewegen. Okay, warte, warte, warte. Wie sich im Kreis dreht. Er dreht sich. Ding fressen. Wow. Geht er auf uns? Nee, er versucht dann den Bronto zu fressen. Naja gut, dann versuche ich jetzt mal, dann mache ich den Bronto jetzt mal klein. Hat den Triceratops abgefackelt. Ach du Scheiße. Er tötet jetzt einfach alles, jetzt ist er hier Randale. Rage Mode. Nach dem mal passiv. Boah, das Geräusch. Na, warte mal, die muss ja verschwinden, die Leiche, sonst kommt der ja wieder. Und kommt der ja wieder nicht weg. Das ist irgendwie total bescheuert. Wieso hängt der denn in Leichen fest? Könnt ihr wieder Tag machen? Ja, mach mal bitte Tag. Man sieht nichts. Mhm. Man sieht echt gar nichts hier von den tollen Sachen. Jawohl. Der Dodorex ist no more. Oh, naja. Naja. Das ist Ansichtssache. Ey. Huch. War ja was. Wollen die Dilos auf mich gehen? Die wollen auf mich gehen, die Idioten. Haha. So, ich würde sagen, wir sind eigentlich damit auch schon soweit am Ende. Wir haben eigentlich jetzt erstmal alles gesehen. Etwaige Ergänzungen, die ich jetzt nicht zeigen konnte, zum Beispiel die Zombie-Dodos oder so, die versuche ich dann im Singleplayer mal irgendwie an den Start zu kriegen. Skelett-Alphas. Genau, Skelett-Alphas und sowas. Das versuche ich dann mal im Singleplayer zu machen. Da will ich ja auch morgen aufnehmen. Und da werde ich mal schauen, was ich da dann so sehe. Bist du denn schon wieder hingelaufen? Ich bin bei unserer Base. Weil der Niklas wollte ja. Leine nehmen. Der Niklas wollte ja auch mal mit dem Dodorex rumlaufen. Da dachte ich mir, laufe ich doch schon mal, komme ich doch schon mal dem Niklas ein bisschen entgegen. Hihi. So, und ich würde sagen, an der Stelle ist der Stream zu Ende. Ich bedanke mich fürs Zuschauen.
Und ja, bis zum nächsten Stream. Ich bedanke mich auch bei Rissery, die hier mit dem Server gekämpft hat, tapfer, und mit den Admin-Befehlen. Und ja, dann bis zum nächsten Stream. Ciao, ciao. Ciao.